Hallo, herzlich willkommen bei uns im Weingut Günscheierhaben. Heute direkt aus dem Keller. Denn heute fangen wir an, die ersten Weine des neuen Jahrgangs 2019 abzufüllen. Hinter uns seht ihr gleich die Abfüllmaschine, wo die ersten Flaschen vom Elbling von der Maschine laufen. Klappt, läuft schon. So, hallo, hier bin ich wieder. Aus dem Keller, hier rüber im Weinladen gelaufen. Den Jürgen habe ich mitgebracht. Jürgen müsst ihr eigentlich kennen, aber er kann sich mal kurz vorstellen. Ja. Genau, mein Name ist Jürgen Hammers und einige von euch werden mich hier vom Weingut direkt schon von den Weinproben kennen oder von den Weinbasswanderungen. Und ich werde mit Peter jetzt hier mal die ersten zwei Füllungen des neuen Jahres für euch probieren. Genau, am besten fangen wir an. Mit dem Trockenen, oder? Mit dem Trocknen, natürlich. Ja. Immer trocken vor süß. Ja. Das war jetzt mal. Oder? Das ist live. Hm. So. Guck mal hier. Super Farbe. Ja. Muss man schon sagen. Also für 19er. Ja, gerade schon nicht viel gehabt. Ne? Ja. Natürlich auch alles konzentriert und der riecht halt ganz, ganz frisch schon. Klar, ja. Gerade von der Abfüllanlage gekommen, schön weich im Abgang. Säure schön eingebaut, also sehr, wunderbar. Sehr angenehm, schön fruchtig. Ja. Schönes Ding. Ja, ne, schöner Wein für jeden Tag. Ja. Genau. Ja, Elbling. Elbling ist natürlich eine Rebsorte, die es hier an der Mosel ja gibt. Schon lange. Aber ich glaube, zur Geschichte und alles kannst du erinnern. Ja, also für mich als Nicht-Winzer, ja, ich habe auf einem Weingut eine Lehre als Kaufmann gemacht. Und ich interessiere mich halt auch da besonders für den geschichtlichen Teil vom Ganzen. Und da ist der Elbling ein ganz tolles Ding, ja, weil der Elbling eigentlich die Urrebe bei uns hier in Deutschland ist. Also die Rebe, mit der die Römer hier wahrscheinlich vor 2000 Jahren angefangen haben. Also mit Julius Caesar Gallien erobert haben, auch das Moseltal, also wir Moselaner hier haben keine germanischen Wurzeln, sondern gallische, also keltische Wurzeln. Und die Römer haben dann in der Folge jede Menge Legionäre hier stationiert, und jedem Legionär stand täglich ein Liter Wein zu. Ja, nicht zum Besaufen, sondern das hatte eher gesundheitliche Gründe, weil Wasser war immer relativ verdächtig, ja, konnte vergiftet sein oder so, Wein durch den enthaltenen Alkohol war halt immer relativ keimfrei und deswegen stand jedem Legionär ein Liter zu. Ja, man weiß auch heute, dass ohne Wein ja, damals die meisten Feldzüge im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose gegangen wären. Ja, also das war immer eine ganz wichtige Sache. Jetzt gab es hier aber keinen Wein. Ja, die Römer haben dann zunächst den Wein umständlich aus Italien und Frankreich hier hingekarrt. Also täglich einige tausend, wenn nicht zehntausende von Litern. Und das wurde halt dann auf Dauer ein bisschen zu umständlich und dann hat man überlegt, ob man hier nicht selber Wein anbauen könnte und hat dann so spätestens im ersten Jahrhundert nach Christus hier mit dem Weinbau angefangen. Die Sorte, die damals erwähnt wird, hieß Uva Alba, also weiße Traube und man geht davon aus, dass sich von Alba dann irgendwann das Wort Elbling abgeleitet hat, sodass der Elbling tatsächlich die älteste Sorte in Deutschland ist und übrigens bis vor 200 Jahren auch die häufigste. In ganz Deutschland. Genau, aber heute gibt es eigentlich schon noch ganz wenige Betriebe, die sie anbauen, in unserem Bereich von der Mosel auf jeden Fall. In der Obermosel gibt es halt viel mehr, aber hier in unserem Bereich recht wenig, aber wir sind einer der wenigen Betriebe, die da recht viel Elbling im Anbau haben, weil einfach ein super Wein ist. Genau. Also das war die häufigste. Da kann man mal sehen, wie einfach das früher war. Vor 200 Jahren hat der damalige Kurfürst den Befehl rausgegeben, alle verwerflichen Sorten an der Mosel rauszureißen. Da fiel dann auch der Elbling drunter und Riesling anzupflanzen. Und deswegen ist der Elbling
eigentlich verschwunden, bis halt auf kleine Teile noch hier an der Mosel und im Badischen, im Sächsischen gibt es ein bisschen, aber das ist eine ganz tolle Sorte. Ja, total unkompliziert, ja. Einfach, weiche Säure, einfach so. Also bei uns wird man halt wirklich so als Wein ausgebaut, man findet ihn auch häufiger als Sekt noch, ne? Hat sich also wunderbar zur Sektherstellung. Der ist jetzt trocken, der kratzt nicht und ist wirklich eine angenehme fruchtige Säure, ja, so wirklich genau. Kleines Ding. Ja, genau. Dagegen haben wir dann noch den halbtrockenen. Genau. Gibt doch beide Weine, einmal in der Literflasche oder in der 0,75er Flasche. Denn wir haben ja eben gehört, jeden Tag ein Liter. Genau. Den kann man heute auch noch trinken. Ja, gilt eigentlich genau dasselbe wie für den Trocknen. Sehr schöne Farbe. Ja, schöne Frucht auch in der Nase. Ja. Und halt richtig schön konzentriert, weil dadurch, dass es letztes Jahr auch so trocken war, waren die Trauben auch nachher viel kleiner, ja, aber alles, was halt in den Trauben war, war umso konzentrierter. Genau, ja, schon super. Ja, da könnt ihr euch freuen. Ab morgen gibt es den auch bei uns im Online-Shop zu bestellen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und wir werden in loser Folge jetzt so in den nächsten Wochen so alle Sorten vorstellen, so wie wir sie probieren, ja, wenn der Drecksvirus halt so zulässt. Man sieht ja auch hier, der nötige Abstand wird eingehalten. Genau. Elbing hilft nicht gegen Corona, aber ein Glas oder so oder zwei am Abend kann einen auf jeden Fall mal für eine Zeit lang schön entspannen. Genau. Dann bis nächstes Mal. Tschüss. Genau. Tschüss.